Ja, ein recht herzliches Willkommen. Ich begrüße euch alle hier zum Vorab-Online-Kurs für den diesjährigen Schiedsrichterlehrgang, den LSE-Lehrgang 2018-1. Mein Name ist Philipp Streit. Ihr werdet mich dann kommenden Samstag auch persönlich kennenlernen. Ich bin im Basketballverband Sachsen-Anhalt Vorstand für Bildung und kümmere mich in diesem Aufgabenbereich eben auch um die Schiedsrichterausbildung. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mit diesem kleinen Video möchte ich euch eine Einführung zum Workshop geben. Ich möchte einige Fragen klären, einige Hinweise geben, schon ein paar Informationen zum Schiedsrichter- und Lizenzwesen vermitteln und euch somit schon einen ersten Input geben, dass ihr sozusagen mit geordneten Gedanken in den eigentlichen ersten Ausbildungstag am kommenden Samstag gehen könnt. Das Video wird etwa 30 bis 40 Minuten dauern. Lehnt euch einfach zurück, schaut es euch an. Es ist viele Infos sind so by the way, andere vielleicht auch zum Aufschreiben. Das müsst ihr entscheiden. Und dann wollen wir mal starten. Als erstes, was eigentlich das Ziel dieses Online-Kurses ist. Ich möchte die Fragen klären, was der LSE-Lehrgang eigentlich ist und welche Ziele dieser wiederum verfolgt. Ich möchte mit euch kurz den Ablaufbahnplan besprechen. Ich möchte euch erklären, wie das Schiedsrichter-Lizenzwesen im Deutschen Basketballbund und bei uns im BVSA funktioniert. Ich möchte euch die Referenten vorstellen. Es sind nämlich neben mir auch noch andere mit an Bord. Ich möchte euch aufzeigen, was man als Schiedsrichter eigentlich verdienen kann, was wir von euch verlangen und was es denn eigentlich bedeutet, Schiedsrichter zu sein. Doch zuvor vielleicht einen kurzen, minimalen Exkurs in die Geschichte des Basketballs. Das ist nicht unbedingt notwendig, um guter Schiedsrichter zu sein, vielleicht aber dennoch relativ informativ. Basketball ist eine relativ alte Sportart. Bereits vor 1000 Jahren spielten die Ureinwohner Süd- und Mittelamerikas ein Spiel, das man als den Vorläufer des Basketballs bezeichnen kann. Der moderne Basketball, ich sag mal so ähnlich wie wir ihn heute kennen, in der Halle und nach Regeln, den hat dann ein Mann namens James Naismith im Jahre 1891 tatsächlich erfunden und selbstständig entwickelt, inklusive Regelwerk. Und damit kann man feststellen, gehört der Basketball zu einer der wenigen Sportarten, die durch eine Einzelperson ganz bewusst in der Moderne erfunden worden sind. Dafür wollen wir den James Naismith auch danken, denn heute spielen weltweit laut Angaben der FIBA etwa 400 Millionen Menschen Basketball. Das ist ja etwa fünfmal so viel wie in Deutschland Menschen wohnen, also relativ viel. Warum hat der Junge das eigentlich gemacht? Basketball überhaupt zu entwickeln, hatte der Langeweile? Nein, er suchte für seine Studenten, es war ein kanadischer Pädagoge und Sportler, er suchte für seine Studenten eine Alternativsportart für den Winter. Und sonst griff er dabei immer auf den American Football zurück. Allerdings war da das Verletzungsrisiko relativ hoch und die Sportart an sich war auch sehr kämpferisch, oder ist es auch heute noch. Und er erkannte, dass das daran lag, dass eben alle Interaktionen der Beteiligten auf derselben Ebene stattfinden. Das heißt, die Kraft entfaltet sich auf der gleichen Ebene. Und dieser Umstand ist allein schon relativ interessant, denn auch wir als Schiedsrichter müssen die Situation mit berücksichtigen, die in der Luft passieren. Hierfür gibt es auch ganz eigene Regeln, wer unter welchen Umständen zum Beispiel schuld ist, wenn er auf jemanden draufspringt, und die werden wir auch kennenlernen. Aber es zeigt schon das Besondere am Basketball, denn dass die Interaktion zwischen Menschen auch auf einer zweiten Ebene stattfindet, nämlich in der Luft unterm Korb. Hier oben rechts sehen wir jetzt mal ein Bild, ich glaube aus dem Jahre 1903 von den German Bulls bei der Pan American Exposition. Und wir sehen da auch den Basketball und Pokale. Im Grunde all das, was wir heute kennen, wobei die Leute eher aussehen wie, naja, nicht wie typische Basketballer von heute eben.
Relativ schnell haben sich auch Subformen des Basketballsports das vielleicht noch zu guter Letzt entwickelt. Unten rechts sehen wir hier zum Beispiel die israelische Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft. Rollstuhlbasketball ist in eigenen Verbänden organisiert, auch an sehr, sehr vielen Ländern verbreitet. Die Beliebtheit, die entstand vor allem, ich sag mal, notgedrungen nach dem Zweiten Weltkrieg, als sehr viele Kriegsversehrte auch noch Sport treiben wollten und eben viele Sportarten nicht mehr möglich waren. Und man dann aber feststellte, auch durch die technischen Möglichkeiten, Rollstühle zu produzieren, kann man ja Rollstuhlbasketball anbieten. Andere Formen wie hier unten links das Streetball oder auch Beachbasketball als zweite Möglichkeit sind auch weltweit verbreitet. Wir sehen hier einen riesengroßen Platz mit Dutzenden von Körben in Peking. Das würden wir uns hier auch mancherorts wünschen. Das sieht man eher selten im mitteleuropäischen Raum. Aber das nur nebenbei. Ende des 19. Jahrhunderts kam dann Basketball auch nach Deutschland. Ab 1949 gibt es dann den Deutschen Basketballbund und ab 1966 auch die Basketball-Bundesliga. Doch nun aus der Vergangenheit wieder zurück in die Gegenwart blickend die Eckdaten zum Lehrgangswochenende. Der Lehrgang findet also an einem Wochenende statt. Ihr schließt ihn Sonntag bereits ab. 2 Tage dauert er ganztägig. Er gipfelt in einem schriftlichen Regeltest Sonntagnachmittag. In den restlichen Zeiten erhaltet ihr sehr, sehr viel theoretischen Input. Das ist leider notwendig. Wir bemühen uns aber auch, die ein oder andere Arbeitsphase einzubauen, in denen also auch ihr aktiv werdet. Und es gibt auch 2 Praxisparts, wo wir in die Halle gehen. Und da spätestens da kommt dann keiner mehr drumherum mitzumachen. Und die Teilnahme an allen Lehreinheiten ist eben Pflicht, weil die Regelungen, die Bestimmungen werden eben vom Deutschen Basketballbund vorgegeben und ihr erlangt hier an einem Wochenende die erste Schiedsrichterlizenz. Ein Wochenende ist nicht lang und dafür ist es dann schon notwendig, dass ihr wenigstens zu allen Teilen da seid. Wer sind eure Referenten? Mein Name hatte ich vorhin schon genannt, Philipp Streit heiße ich. Für die, die sich's nicht gemerkt haben. Wenn ich mal nicht im BVSA tätig bin und dort nicht irgendwie all die Aus- und Fortbildung und was noch so dazugehört organisiere, dann studiere ich nebenbei, bin eigentlich schon fertig. Ich habe gerade mein Staatsexamen für das Lehramt abgelegt und stehe jetzt so kurz davor, in die nächste Phase überzugehen. Habe also noch ein bisschen Ruhe vor den Sturm, passend also, um ihn in den Basketball zu investieren. Ich habe 2003 meine erste Lizenz gemacht als Schiedsrichter und damals noch die D-Lizenz, später die C und habe 2009 und 10 dann meine Trainerlizenzen absolviert. Und wenn ich mal nicht Basketball mache und denke und nicht als Lehrer unterwegs bin oder als Angehender, dann bin ich auch so ein bisschen noch im Coaching aktiv. Und in der Rechtsextremismusprävention. Eine zweite wichtige Person hier oben rechts abgebildet ist der Hannes Ilay. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, wie alt Hannes ist. Ich glaube, in etwa so alt wie ich, also auch 6, 7, 28. Hannes Ilay ist bei uns im BVSA der Ansetzer für den gesamten Jugendspielbetrieb. Also alles, was so von U12 bis U20 auf dem Parkett stattfindet, muss er als Spiel und damit auch versehen mit Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern ansetzen. Er selbst ist Ref in der 2. Regionalliga und wenn er mal nicht auf dem Parkett unterwegs ist, dann studiert Hannes in Magdeburg Maschinenbau. Dann haben wir hier noch Carsten Straube. Carsten ist Vorstand für Sportorganisation bei uns im Verband, selbst schon viele, viele Jahre Bundesliga-Schiedsrichter und seit vergangenem Jahr hat er auch die Ehre, als Fieberschiedsrichter auflaufen zu dürfen, gehört also zu den wenigen Glücklichen aus den nationalen Verbänden, die den Sprung aufs internationale Parkett geschafft haben. Carsten ist normalerweise nicht bei jedem Lehrgang mit dabei, umso mehr freue ich mich, dass er diesmal am Sonntag mal vorbeischaut für ein paar Stunden und ja, ihr erhaltet damit sozusagen aus erster Hand Informationen von einem so hoch dekorierten Schiedsrichter und der kann vielleicht auch die ein oder andere interessante Anekdote beisteuern.
Schiedsrichter werden koordiniert. Zumindest ist es bei uns in Sachsen-Anhalt so und ich bin gewiss auch in allen anderen Bundesländern. Wenn ihr euch die Bilder anschaut, dann seht ihr hier die gleichen drei Gesichter von eben. Deswegen möchte ich auf die weniger eingehen. Was dabei aber klar wird, auch nach dieser Ausbildung habt ihr noch mit uns zu tun. Carsten Straube, der jedes Jahr die ganzen Ligen überhaupt erstmal eröffnen muss und sozusagen nach den Meldungen sich einen Plan machen muss, wie gespielt wird, gibt dann sein Part weiter an Hannes, der also die Ansetzung macht und der für euch auch in der Saison immer erreichbar ist für Fragen oder ähnliches. Und er wird sich auch häufig genug bei euch melden, wenn Spiele noch unbesetzt sind. Mit mir habt ihr vorwiegend im Kontext der Aus- und Fortbildung zu tun und wenn es um sowas geht, kontaktiere ich euch auch. Neu hier unten links ist der Oliver Krösch. Auch Olli ist bei uns Ansetzer. Er ist Schiedsrichter in der ersten Regionalliga und ist bei uns aber vor allem für die Ansetzung im Herren- und Damenbereich, also im Erwachsenenbereich, zuständig. Mit ihm werdet ihr am Anfang noch nicht so viel zu tun haben. Solltet ihr ihn mal sehen, begrüßt ihn ganz nett, merkt euch seinen Namen, denn spätestens, wenn es dann um die LSD-Ausbildung geht, und dabei geht es nicht um die Droge, sondern dann um die nächste Schiedsrichterstufe, habt ihr mit ihm zu tun und dann später auch, wenn ihr vermehrt im Erwachsenenbereich pfeift. Schauen wir uns kurz den Fahrplan für diesen Lehrgang an. Ich will jetzt nicht detailliert darauf eingehen. Ihr habt alle den Fahrplan ja auch in der Ausschreibung mit drinne. Am Samstag starten wir um 9 Uhr und enden um 19 Uhr. Wir werden erst ganz locker anfangen, uns ein bisschen kennenlernen und dann in die eigentliche inhaltliche Arbeit übergehen. Abends oder nachmittags geht es dann in die Halle. Ich bin bemüht, dass wir mindestens eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen mehr Mittagspause haben. Ihr seht, die Zeiten sind nicht alle in Stein gemeißelt. Da werden wir vor Ort dann immer noch mal direkt drüber sprechen. Wenn ihr eine Pause braucht, dann nehmen wir uns auch eine Pause. Und wenn wir einen Run haben, dann haben wir eben Run und können vielleicht auch durchziehen. Das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall werden wir das flexibel handhaben. Und ihr seht auch schon 10:30 Uhr, Seminarablauf, Einführungsvortrag. Das hört ihr euch jetzt gerade schon an, da seid ihr schon dabei. Das heißt, Abschnitt A kann man sozusagen auch schon abhaken. Sonntag sieht es ganz ähnlich aus. Wir starten wieder 9 Uhr, enden aber bereits 17 Uhr. Und hier ist wahrscheinlich das Wichtigste, der Regeltest um 15 Uhr. Verzeihung, der euch dann sozusagen ja, final befähigt, danach auch offiziell Spiele pfeifen zu dürfen. Welche Ziele verfolgen wir mit dem Lehrgang? Zum einen natürlich die erfolgreiche Teilnahme und auch der erfolgreiche Abschluss, damit ihr danach regulär die Spiele eben auch zugewiesen bekommen dürft. Zum zweiten sollt ihr natürlich Schiedsrichteranwärter werden, ein bisschen Blut daran lecken. Ihr sollt Regelwissen erlangen, ja, auch in der Theorie, das ist nun mal unabdingbar, um als guter Schiedsrichter auf dem Parkett bestehen zu können. Aber wir versuchen euch auch zumindest in Ansätzen, was man in diesen 2 Tagen machen kann, kompetent zu machen für die Aufgabe eines Schiedsrichters oder einer Schiedsrichterin. Das ist ein lebenslanger Lernprozess und wenn ihr vielleicht viele Jahre aktiv seid, dann werdet ihr darauf zurückblicken und vielleicht merken, dass die ein oder andere Fähigkeit, der ein oder andere Skill auch durch diese Schiedsrichtertätigkeit eben erlangt wurde. Das ist sehr vielfältig und komplex. Da geht es also auch um Kommunikation, um Konfliktmanagement, um Bewältigungsstrategien, um den Umgang mit Stress. All das werdet ihr als Schiedsrichter lernen müssen, weil ihr eben einfach solche Situationen erlebt, in denen das auf euch hineinregnet. Aber, und das ist auch Pflicht, ihr sollt Spaß und Freude haben an dem Lehrgang. Also trotz der Tatsache, dass ihr an einem Wochenende 2 volle Tage lernen müsst, ist unser Appell, habt Spaß, gestaltet den Workshop mit uns gemeinsam, seid gerne auch lustig drauf, sucht den Kontakt zu den anderen oder zu uns, dass man sich kennenlernt, denn auch wir haben daran Freude, ansonsten würden wir dieses Ehrenamt ja auch wahrscheinlich eher nicht machen. Was erwarten wir von euch? Da gehört jetzt auch noch mal ein bisschen was dazu. Zum einen natürlich Aufmerksamkeit,
Das ist notwendig. Es sind jetzt 19 Teilnehmer gerade angemeldet, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Verzeihung. Die Jüngsten sind gerade einmal im Teenie-Alter, die Ältesten schon über 30. Das heißt, es ist sehr heterogen, was die Altersspanne angeht. Und da ist es einfach notwendig, dass ihr versucht, die beiden Tage, auch wenn es anstrengend wird und ihr vielleicht mal müde seid, aufmerksam zu sein. Erinnert euch selbst daran, wenn ihr vielleicht Sonntagmittag oder Samstagnachmittag wenig Lust mehr habt und am liebsten nach Hause wollt, diszipliniert euch, überwindet euren inneren Schweinehund. Wir werden das nach Möglichkeiten auch tun. Natürlich bei uns selbst, das müssen wir ja, das ist ganz logisch, aber auch bei euch. Und wir werden uns dann auch bemühen, euch gegebenenfalls hier und da zu motivieren und aus dem Loch rauszuholen. Aber tut es bitte auch selbst. Es ist nun mal jetzt ein Ausbildungswochenende. Ja, das ist anstrengend und da muss man sich jetzt durchkämpfen. Wir erwarten aber auch Offenheit und Vertrauen von euch. Wenn ihr Probleme habt, Sorgen, irgendetwas nicht versteht, kommt zu uns, habt Vertrauen zu uns, sprecht uns an, sprecht auch die anderen an, lernt so neue Menschen kennen und wer weiß, vielleicht begründet sich bei dem einen oder der anderen ja doch eine neue Bekanntschaft, vielleicht sogar eine Freundschaft. Pünktlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Wir wollen gemeinsam pünktlich 9 Uhr starten. Und auch wenn wir Pausenzeiten vereinbaren, ist es uns wichtig, dass wir dann gemeinsam pünktlich in die nächste Phase übergehen können. Wir erwarten von euch aber auch Selbstbewusstsein. Und zwar das Selbstbewusstsein, Fragen zu stellen. Es heißt ja immer so schön, es gibt keine dummen Fragen. Normalerweise stimme ich dem nicht zu. Ich habe schon viele dumme Fragen erlebt, aber für das Wochenende schalte ich das mal außer Kraft und sage, es gibt keine dummen Fragen. Bitte, 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 wenn ihr etwas nicht versteht, wenn etwas zu schnell ging, oder ihr vielleicht mal nicht aufmerksam wart, sagt es, gerne, gerne erklären wir es ein zweites, ein drittes und auch ein viertes Mal. Aber dafür müssen wir es wissen und das können wir nicht immer an euch ablesen. Manchmal gelingt das schon, aber eben nicht immer. Traut euch, seid offen, habt keine Sorgen und überlegt nicht, was der Mann rechts oder die Frau links von mir denkt, sondern seid einfach selbstbewusst und stellt die Fragen. Das ist übrigens auch eine Fähigkeit, die ihr später in der Halle braucht. Und Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit, das bezieht sich vor allem dann auf die Zeit nach der Ausbildung, wenn es dann in den aktiven Spielbetrieb geht. Wir wünschen uns natürlich, dass ihr möglichst lange dabei seid und die Ausbildung nicht umsonst war. Zum Zweiten wünschen wir uns aber auch Ehrlichkeit, wenn ihr mal keine Zeit habt zu pfeifen oder auch mal keine Lust oder euch zurückzieht, euch der Schwerpunkt verlagert. Teilt uns das mit, nur so können wir das wissen und mit berücksichtigen. Und von daher seht uns da als Vertrauens- und Kontaktperson an. Ein paar weitere Hinweise noch, die auch in der Mail aufgeführt sind. Ich möchte sie hier aber auch nochmal erwähnen. Bitte verpflegt euch selbst. Bringt also Essen und Trinken selber mit. Wir als Verband stellen ein paar Snacks und wir stellen auch ein paar Getränke. Und ich werde auch dafür sorgen, dass eine Kaffeemaschine und ein Wasserkocher vor Ort ist. So können wir uns Tee kochen und was für mich essentiell ist für so ein Wochenende, literweise Kaffee. Das heißt, auch für die Kaffee- und Teetrinker unter euch, da haben wir für gesorgt, aber das reicht eben nicht für eine Vollverpflegung. Insofern sorgt selbst dafür, dass ihr genug Getränke und Essen habt. Bitte bringt auch ein paar Euro mit. Das geht auch an die jüngeren Teilnehmer. Fragt die Eltern, ob sie euch ein bisschen Geld mitgeben können. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, mittags einen Imbiss aufzusuchen oder vielleicht Pizza zu bestellen oder so. Vielleicht ist auch ein Bäcker in der Nähe. Ich weiß es gerade selbst nicht aus dem Kopf. Jedenfalls lohnt es sich da vielleicht ein bisschen Taschengeld dabei zu haben. Schreibsachen und Sportsachen, das ist obligatorisch. Das brauchen wir an beiden Tagen, auch die Sportsachen. Wir werden an beiden Tagen in die Halle gehen. Wichtig ist auch, ein Passbild am Samstag mitzubringen. Nur so kann ich eure Lizenz bis Sonntag fertig machen. Also bringt das Passbild mit. Wer jetzt merkt, ich habe kein Passbild und ich will nicht nochmal zum Fotografen, egal. Entweder ihr habt noch irgendein Bild, wo man euer Gesicht halbwegs erkennt, dann bringt das mit. Ich schneide mir das auch zurecht mit der Schneidemaschine. Oder aber, wenn es gar nicht geht, dann sendet ein vernünftiges Profilfoto zu über WhatsApp oder per Mail an mich. Ich habe die Möglichkeit, das bis allerspätestens Samstagabend, also zusenden bitte eher, aber spätestens Samstagabend habe ich letztmalig die Möglichkeit, das farbig und auf Fotopapier auszudrucken. Dann habe ich euch mit der Mail auch einen Fragenkatalog übersandt.
Dort sind alle Fragen drinnen, die Sonntagabend oder Sonntagnachmittag im Regeltest drankommen können. Der Fragenkatalog ist vom DBB vorgegeben. Und warum übermitteln ich euch den schon im Vorfeld? Ich erinnere mich noch an meine Ausbildung. Ich hatte sehr, sehr viel Bammel vor diesem Regeltest und diese Fragenmenge schien mir auch scheinbar unüberwindlich. Wir haben nur 2 Tage zur Vorbereitung. Wir versuchen, die Inhalte alle aufzugreifen. Aber ich appelliere an euch, schaut euch den Fragenkatalog im Vorfeld an, sodass euch die Fragen vertraut vorkommen und lernt auch im Vorfeld jetzt schon die Fragen. Das ist jetzt natürlich an der Stelle dann so ein stupides Auswendiglernen. Sah nach dem Motto mit der Frage bezüglich des Rückspiels ist die Antwort ja oder nein. Aber es erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ihr möglichst problemlos durch den Test durchkommt. Inhaltlich werden wir das alles am Wochenende besprechen, aber das reicht eben leider nicht aus und ich möchte so ein bisschen die Angst vor dem Regeltest nehmen und euch mit dieser Woche Vorbereitungszeit eben auch ja, da etwas mit an die Hand geben. Dann ist noch die Fotoerlaubnis zu benennen. Wir haben eine kleine Besonderheit. Sonntag kommt nämlich ein Journalist von basketball.de, der also einen kleinen Beitrag, eine kleine Reportage über unsere Ausbildung schreibt und da gerne auch ein paar Fotos machen wollen würde. Das geht aber nur, wenn ihr mir die Fotoerlaubnis erteilt, sonst können die das nicht tun. Deswegen bitte ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die angehängte Fotoerlaubnis einmal auszudrucken und zu unterschreiben. Wichtig ist, bei Minderjährigkeit müssen das die Eltern machen, dann dürft ihr das leider noch nicht selber tun. Wer nicht mit aufs Foto will, das ist völlig legitim, das respektieren wir auch, der teilt mir dies einfach bitte vor Ort mit, dann kann ich das entsprechend berücksichtigen, wenn die Fotos gemacht werden. Es wäre natürlich schön, wenn möglichst viele, im Idealfall alle, dem Ganzen zustimmen und man kommt ja nicht selten, man kommt ja nicht so häufig so rum, sondern eher selten mal in die Zeitung oder auf die Seite einer so hochfrequentierten Internetseite. Insofern würde ich mich freuen. Letzter Hinweis zur gemeinsamen Anreise. Es gibt auch in der Mail angehangen eine Tabelle mit Name und Ort und E-Mail und Telefonkontakt und Postleitzahl aller Teilnehmenden. Ich habe bewusst auf die Straßen aufgrund der Vertraulichkeit der Information verzichtet, aber so habt ihr zumindest die Möglichkeit zu schauen, wer kommt aus der gleichen Stadt, aus der gleichen Region, wo bietet es sich vielleicht an, Fahrgemeinschaften zu bilden. Macht das auch ruhig. Es müssen nicht alle einzeln hingurken, auch gerade für die Eltern ist es eine Entlastung, aber auch für die, die schon ein Auto haben und der Umwelt kommt es auch zuliebe. Greift zum Hörer. Wählt vielleicht die Nummer und lernt euch unterwegs schon mal kennen und reist gerne gemeinsam an. Ja, wer organisiert Basketball? Ist die nächste Frage, die wir besprechen möchten. Wir sehen hier also das Bundesgebiet. Wir wissen, es gibt 16 Bundesländer und es gibt auch Bundeswettbewerbe. Und für die Bundeswettbewerbe sind im Wesentlichen der Deutsche Basketballbund und die verschiedenen Bundesligen zuständig. Da haben wir einmal die Easy Credit Basketball Bundesliga, also die erste Bundesliga. Früher war es die BeCo BBL, jetzt heißt sie Easy Credit. Es kommt immer ganz auf den Sponsor drauf an. Es gibt die zweite Basketball Bundesliga und beides haben wir auch im Damenbereich. Da heißt die erste Damen Basketball Bundesliga Planet Photo und die zweite dann die Damen-Basketball-Bundesliga ohne Zusatz irgendeines Namens. Die sind also für die Bundeswettbewerbe zuständig, also alles, was Bundesliga ist, alles, was Meisterschaften sind und Pokalveranstaltungen auf Bundesebene. Dann haben wir noch 4 Regionalligen. Für die erste und die zweite Regionalliga, die sind gleichzeitig auch für die Vorturniere zur deutschen Meisterschaft zuständig. Also alles, was bei uns so unter ostdeutsche und norddeutsche Meisterschaft verstanden wird, wird durch die Regionalligen bedient und durchgeführt. Und ihr seht jetzt hier mal das Logo der Regionalliga Nord. Und es gibt natürlich genauso auch eine Regionalliga Süd für die beiden Pfeile, die also eher in den Süden zeigen. Und zu guter Letzt haben wir noch 16 Landesverbände für den Spielbetrieb bis zur Oberliga in den jeweiligen Bundesländern. Hier mal als Beispiel herausgehoben, wir, der BVSA, das ist klar, oder der Basketballverband Sachsen oder auch der Thüringer Basketballverband. Organisiert wird der gesamte Spielbetrieb über eine Online-Plattform namens Team SL.
Das ist also die Plattform, wo ihr auch die Mail erhalten habt, die ihr aber bitte noch nicht öffnen sollt. Basketball in Sachsen-Anhalt. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Vereine eigentlich in Sachsen-Anhalt aktiv sind, da sehen wir doch, auch wenn wir ein kleines Bundesland sind, ist eine ganze Menge. Und vielleicht findet auch jeder hier das Logo seines eigenen Vereins. Es sind also 50 Stück an die 50 Vereine, die wir in Sachsen-Anhalt haben, die alle mehr oder weniger aktiv am Spielbetrieb teilnehmen und so also die vielen Spiele entstehen lassen. Schiedsrichter in Sachsen-Anhalt. Das bedeutet, dass ihr zu der Mannschaft gehört, die im Jahr, zumindest im aktuellen Jahr, 850 Spiele der 50 Vereine abdeckt und damit ganze 1700 Einsätze im gleichen Zeitraum, denn pro Spiel haben wir ja zwei Schiedsrichter. Gegenwärtig besteht unsere Liste der Schiedsrichter aus etwa 90, wovon man aber bedenken muss, dass fast die Hälfte entfällt, weil sie inaktiv ist. Das heißt, sie nehmen aktuell nicht am Spielbetrieb teil als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Und wir haben auch viele Nachwuchsschiedsrichter, was schön ist, aber die kann man natürlich auch noch nicht gleich in allen Ligen einsetzen, sondern muss sie mit Bedacht vor allem erstmal im Jugendbereich zum Einsatz bringen, wodurch sich natürlich aber eine eingeschränkte Anwendbarkeit für diese Leute ergibt. Also, wie ihr seht, wir müssen mit relativ wenig Schiedsrichtern relativ viele Spiele abdecken. In dem vergangenen Jahr war es ganz prekär, da hatten wir nur 34 aktive Schiedsrichter und das bedeutete nominell mal umgerechnet pro Schiedsrichter 50 Spiele in der Saison. Also in den etwa 7, 8 Monaten der Saison 50 Spiele. Ihr könnt ja mal überlegen, wenn ihr selbst Spielerin oder Spieler seid, wie viele Spiele ihr hattet. Bestimmt keine 50. So kommt es auch, dass wir besonders aktive Schiedsrichter im Land haben und die 10 aktivsten im Land, das sind dann so einige Koryphäen, die deckten im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison 250 Spiele ab. Also ihr seht eine ganze Menge, die dort wirklich durch ganz wenige Schiedsrichter gedeckelt wird. Und dagegen möchten wir eben auch was tun. Und darum freuen wir uns ganz besonders, dass jeder einzelne von euch heute, ja, heute online und kommenden Samstag dann eben vor Ort mit anwesend ist. Wie sieht das Lizenzwesen aus? Wie ist das organisiert? Das ist ein Stufenmodell und die niedrigste Lizenz dabei ist die BVSA Nachwuchslizenz. Das ist jetzt keine bundeseinheitliche Lizenz, sondern eine, die wir intern bei uns vergeben im Land. Und damit ist man eben berechtigt, in der Schulliga Sachsen-Anhalt und auch im BVSA U10 Kids Cup zu pfeifen, teilweise sogar in der ersten richtigen Liga, der Bezirksliga U12. Und die Lizenz erhält man, indem man an dem Nachwuchsregelworkshop, der immer im Herbst stattfindet, teilnimmt. Danach kommt die Einsteigerlizenz, also die Lizenzstufe E. Das ist also der Lehrgang, den ihr besucht. Und ihr dürft danach eben im Jugendbereich und teilweise unter bestimmten Umständen auch im Erwachsenenbereich pfeifen. Bisher nur als zweiter Schiedsrichter. Nach neuen Regeln geht es sogar auch als erster Schiedsrichter. Und wenn ihr die also lange genug habt und die nächste Lizenzstufe machen wollt, dann kommt eben die LSD-Lizenz, Lizenzstufe D. Die erhältst du in der Regel nach einem Jahr und danach darfst du also auch im Herrenbereich bis einschließlich Landesliga eingesetzt werden und zudem auch überall in diesen Ligen als erster Schiedsrichter. Darüber hinaus gibt es eine Zusatzqualifikation, LSC genannt, die durch Coaching-Maßnahmen und Sichtungsmaßnahmen erfolgen kann. Dann wirst du in den BVSA Oberliga-Pool aufgenommen und darfst nun Spiele in der Oberliga pfeifen. Anschließend gibt es dann noch die Zusatzqualifikation LSB. Das sind jetzt keine eigenen Lizenzen mehr, sondern es ist sozusagen nur eine Erweiterung deines Berechtigungspools zu pfeifen. LSB wird dann schon von der Regionalliga durchgeführt, da ist also nicht mehr der BVSA für zuständig. Und es kann halt sein, dass man sieht, da hat jemand Talent aus der Oberliga, dann können wir ihn als Verband an die Regionalliga melden und dann wird er auch dazu berechtigt, Regionalligaspiele zu pfeifen. Zunächst in der zweiten, später vielleicht auch in der ersten Regionalliga. Und jetzt könnte man denken, der Weg bis dahin ist lang, aber es gibt tatsächlich einige Beispiele, wo man relativ gut nachvollziehen kann, dass man auch relativ schnell und jung bereits sehr erfolgreich sein kann als Schiedsrichter und dann eben auch in die Regionalliga kommen kann, wenn man sich anstrengt, sich Mühe gibt und
also auch was dazulernen will und immer volle Power gibt. Ja, ihr seht, es geht immer noch weiter nach dem LSB. Nach diesem Zusatz LSB kommt also Lizenzstufe A. Die Lizenzstufe A ist dann für die Bundesligen da, zunächst für die Pro B und dann allerdings auch für die Pro A. Und das gipfelt dann in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Damit hat man dann die höchste Spielklasse in Deutschland erreicht. Und wenn man sich dort besonders durch Leistung besonders gut hervorhebt, dann kann es eben passieren, dass man gefördert wird und die FIBA-Lizenz ablegen darf und somit also auch als internationaler Schiedsrichter auf internationalem Parkett bei entsprechenden Veranstaltungen wie der Euroleague oder dem Eurocup zum Einsatz kommen kann, genauso wie bei Länderspielen. Ja, was verdient man als Schiedsrichter? Ich habe es hier mal aufgeführt. Das fängt also bei 4 bis 5 Euro an in der U10 und in der Schulliga. Jugendspiele sind dann 12 bis 13 Euro. Das steigert sich dann nach oben bis hin zum Pokal, wo man 50 Euro kriegt. In der Regionalliga sind es aktuell 60 Euro. Das ist natürlich alles netto. Es kommen also noch Fahrtkosten dazu, die man auch abrechnen darf. Also entsprechend das Ticket der Bahn oder eine Kilometerpauschale. Und ihr seht, man kann sich damit schon ein gutes Taschengeld dazu verdienen. Die Frage ist nun, was bedeutet eigentlich Schiedsrichter sein? Der DBB gibt darauf die Antwort Schiedsrichten bedeutet zur richtigen Zeit am richtigen Ort für den richtigen Pfiff zu sein. Der DBB sagt weiter, bewege dich als Schiedsrichter stets dahin, wo du am besten sehen und entscheiden kannst. Clever gemeint. An sich logisch und nachvollziehbar. Das bedeutet aber auch, dass ihr als Team auftreten müsst. Ihr seid in der Regel zwei Schiedsrichter. In der Bundesliga sind sogar drei. Nur wenn ihr als Team arbeitet und das Spielfeld genau kennt, könnt ihr auch gewährleisten, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, für den richtigen Pfiff zu sein. Und in dem Kontext sind vielleicht die Abmessung des Spielfeldes gar nicht mal so uninteressant. Das Spielfeld im Basketball hat also eine Länge von 28 Metern. Es hat eine Breite von 15 Metern. Die Gasse hat, also die Zone, eine Breite von 4,9 Metern. Der Abstand von der Mittellinie bis zur Coaching, also zum Beginn der Coachingbox, sind 5 Meter. Und der Durchmesser des Mittelkreises sind 3,6 Meter, also 1,8 Meter im Radius. Was hier jetzt gerade nicht mit abgebildet ist, ist die Dreierlinie, die also 6,75 Meter vom Mittelpunkt des Korbes entfernt ist und dann also in einem Radius darum gezogen wird. Die Zone selbst, wie gesagt, 4,9 Meter breit, 5,8 Meter lang. Der Abstand von der Freiwurflinie bis zum Korb beträgt 4,60 Meter und auch hier wieder der Freiwurf-Halbkreis im Radius 1,80 Meter. Zu guter Letzt noch die Korbanlage, bei der ist es eben so, dass der Korb 3 Meter und 5 Zentimeter über dem Erdboden hängt. Das Brett selbst ist 1,80 Meter breit und hat eine Höhe von 1,05 Meter. Es gibt jetzt auch Vorschriften, die man noch aufziehen könnte, welchen Durchmesser der Ring hat und wie dick der Ring sein darf, etc. etc. Aber wer das wissen möchte, der kann dann mal einen genaueren Blick in die Literatur erhaschen, welche ihr zum Lehrgang von uns erhaltet. Jetzt ist noch die Frage zu guter Letzt, was denn eigentlich das Besondere am Schiedsrichtersein ist. Ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht und habe versucht mal das Besondere des Schiedsrichterseins in einem Satz zusammenzufassen. Und das folgende Ergebnis ist dabei rausgekommen. Schiedsrichtersein bedeutet, auf Basis von theoretischen Regeln praktische Situationen affektiv und situativ richtig zu beurteilen. Ich wiederhole nochmal. Auf Basis von Regeln, die erstmal theoretisch festgehalten sind, müssen eben praktische Situationen auf dem Parkett, auf dem Spielfeld, affektiv und situativ richtig beurteilt werden. Situativ ist klar, also in einer Situation ganz spezifisch und spontan, und affektiv
Meint also unter Anwesenheit bestimmter Emotionen, denn auch wir als Schiedsrichter sind ja nicht frei von Emotionen und es gibt ein bestimmtes Anstrengungspotenzial, das auch wir sozusagen während eines Spiels aufwerfen, auch wenn wir schon geübt sind, ist das der Fall. Und insofern müssen wir also im Affekt auch handeln und nach Möglichkeit eben nicht nur beurteilen, das ist erstmal der erste Schritt, sondern eben auch entsprechend der Regeln konform und richtig beurteilen. Und das ist ein unglaublich spannender und komplexer Vorgang, den wir uns also mit der LSE-Ausbildung erstmalig genauer widmen. Darauf freue ich mich schon und was das jetzt bedeutet und warum man auch behaupten könnte, dass das eigentlich gar nicht geht, sozusagen diesen simplen Satz, diese simple Aussage umzusetzen und warum es aber doch irgendwie geht, das klären wir eben am kommenden Wochenende. Wir steigen ja genau an der Stelle dann wieder ein mit einem kleinen Experiment, wo ich euch eben eigentlich beweise, dass es nicht geht. Ich freue mich auf euch, hoffe, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat, ein bisschen interessant war. Ich freue mich, euch kennenzulernen und mit euch in den Lehrgang zu starten. Jetzt erstmal noch ein schönes Wochenende und einen schönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund. Ich sage vielen Dank an euch dafür, dass ihr euch angemeldet habt, dafür, dass ihr jetzt hier zugeschaut habt und auch vielen Dank gegebenenfalls an eure Eltern, die euch ja nächstes Wochenende, ohne uns zu kennen, erstmal so in wildfremde Hände geben. Wir sind überzeugt, sie sind bei uns sicher und wohl aufgehoben. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss, auf Wiedersehen.